vom Gesicht des Todes. Es ist ein sich ständig wandelndes Gesicht, das von vielen zur falschen Zeit getragen wird. Doch eines Tages trägt es jeder. Ich habe in dieses Gesicht geschaut. Wieder und wieder und wieder. Heute Nacht ändert sich das Gesicht wie ein Licht im Nebel, das sich zwischen drei Leuten bewegt, die ich einst kannte. Ehemann, Tochter und Freundin. Matt, Alexa, Annie. Tot. Tot. Und tot. Und jetzt blicke ich in einen leeren Spiegel. Ich bin Smokey Barrett. Ich leite die zentrale Sondereinheit für Kapital- und Gewaltverbrechen am Standort L.A. Und meine Aufgabe ist es, die Schlimmsten der Schlimmsten, den Abschaum des Abschaums zu jagen. Männer, manchmal auch Frauen, ohne Gewissen, Skrupel oder Reue. Das mache ich seit mehr als einem Jahrzehnt. Und auch wenn ich den Tod bisher vielleicht nicht in all seinen Facetten gesehen habe, dann aber auf alle Fälle in den meisten. Kaffee. Danke, Kleines. Perfekt. Ist ein schöner Morgen, oder? Mhm. Bonnie kannte sich in meiner Küche mittlerweile prima aus. Sie war meine frisch adoptierte Tochter. Sie sprach nicht viel. Das lag daran, dass ihre Mutter, meine beste Freundin Annie, vor ihren Augen abgeschlachtet wurde. Der Mörder hatte sie an die Leiche der Mutter festgebunden. Angesicht zu Angesicht, drei Tage lang. Das war vor 6 Monaten und seitdem war Bonnie apathisch und sprach kaum ein Wort. Wie wär's, wenn wir heute erstmal ein bisschen faulenzen und dann shoppen gehen? Mhm. Ich hatte dir gesagt, dass ich mir ein paar Wochen freinehme, oder? Ich habe mehrere Gründe dafür, aber einen ganz besonderen. Ich wollte mit dir darüber sprechen, denn es wird nicht leicht für mich, das zu tun. Ich habe mich dazu entschlossen, einige Dinge wegzuräumen. Wie Matts Anziehsachen. Vielleicht Alexas Spielzeug. Nicht die Fotos oder sowas. Es ist nur, sie leben einfach nicht mehr hier. Es ist Zeit, das hier wieder zu einem richtigen Zuhause zu machen, Kleines. Und jetzt kommt der Teil, der dir bestimmt am besten gefällt. Tante Kelly hat sich freigenommen und kommt, um uns zu helfen. Und Elena kommt auch. Ich bin froh, dass dich das freut. Ich kann das nicht alleine. Ich war überrascht, als sie rüberkam, um mich zu umarmen. Wenn meine Träume das Gesicht des Todes enthielten, dann wäre ihres das Gesicht der Liebe. Ich liebe dich auch. Setzen Sie sich, Smokey. Was ist los, Sir? Ich bin kein Mann großer Worte, deshalb mache ich es kurz. Ihnen wurde ein Lehrerjob in Quantico angeboten, falls Sie ihn wollen. Warum? Sie sind mehr als qualifiziert und haben ihn sich verdient. Ein paar hohe Tiere aus der Chefetage sind der Meinung, dass Sie es Ihnen schuldig sind. Mir schuldig? Für das, was Sie gegeben haben. Sie gaben dem FBI Ihre Familie. Bemitleiden Sie mich? Oder machen Sie sich Sorgen, dass ich durchdrehe? Dazu käme eine Gehaltserhöhung. Ein geregelteres Leben für Bonnie und Sie wären aus der Schusslinie. Es ist so. Das
ist das Beste, was das FBI für Sie tun kann. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Eine Zeit lang waren Sie mal für den Job des stellvertretenden Direktors im Gespräch. Meinen Job. Ja, ich weiß. Das ist jetzt ein für alle Mal vom Tisch. Warum? Weil es mich völlig aus der Bahn geworfen hat, als Matt und Alexa starben. Das geht viel zu tief. Die Wahrheit ist wesentlich oberflächlicher. Oh. Es liegt an meinem Gesicht, nicht wahr? Wir leben in einem medialen Zeitalter, Smokey. Wären Sie da draußen und auf der Jagd, dann wären Ihre Narben vielleicht romantisch. Aber als stellvertretender Direktor wären Sie nur hinderlich bei der Personalbeschaffung. Ich sollte mich jetzt wohl aufregen. Tue ich aber nicht. Denken Sie darüber nach. Gute Bezahlung, geregelte Arbeitszeiten, weniger Stress. Schüler schießen nicht auf einen. Sie brechen nicht in ihr Zuhause ein. Sie töten nicht ihre Familie. Wie lange habe ich Bedenkzeit? Einen Monat. Was meinen Sie, was ich tun soll, Sir? Sie sind die beste Agentin, mit der ich je zusammengearbeitet habe. Schwer zu ersetzen, aber Sie sollten tun, was für Sie am besten ist.